So, wir haben noch eine Gastrednerin, die gerne etwas über Einigkeit erzählen möchte. Liz, hier ist dein Mikro. Soll ich den Ständer rein? Den Ständer rein oder möchtest du den anhalten? Der Gruß aus Jena hat schon genau das getroffen, was ich euch eigentlich auch nochmal kommentieren wollte. Ja, also ihr werdet jetzt sehen, dass sich vieles wiederholt, aber es schadet auch nicht, das Ganze einfach nochmal zu hören. Und ein paar einzelne Punkte von mir selbst habe ich auch noch. Also fangen halt einfach mal an. Also vorab erstmal, ja, wie der Rick schon gesagt hat, hallo, ich bin Liz und stehe hier vor allem für Frieden und außerdem für Einigkeit, Recht und Freiheit. Warum ich genau diese Worte gewählt habe, darauf möchte ich später noch zurückkommen. Nun stehe ich hier und ihr, liebes Publikum, hofft, dass ich euch jetzt vielleicht eine weitere schreckliche Offenbarung mache. Doch ihr, die ihr euch hier schon alle versammelt habt, wisst genau, dass etwas in unserem Land und auf der ganzen Welt gerade bedeutend schief läuft. Deshalb möchte ich meine Rede besonders an jenes konsumorientierte Einzelwesen, die scheu oder gleichgültig um uns herumschleichen, richten. Erstmal sei gesagt, hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich einmal eine Rede halte für den Frieden, hätte ich ironisch erwidert, ja, so weit kommt's noch. Denn genau wie ihr beschäftigte ich mich jeden Tag, Tag ein, Tag aus, nach der anstrengenden Arbeit jeden Tag lieber mit Belanglosigkeiten und ließ mich berieseln. Doch war dann, am vergangenen Freitag, als ich während der Arbeit die Nachrichten hörte, bei mir das Maß voll. Dies war der Funke, der fehlte, um auch mich endlich aufstehen und für den Frieden kämpfen zu lassen. Denn ich frage euch, muss erst eine Bombe, egal welcher Nation, jemanden von eurer Familie töten, damit ihr endlich wieder Mitleid habt? Muss es erst ein noch größeres Massentöten geben, damit auch ihr merkt, Mensch, irgendwie läuft hier etwas gewaltig schief? Und um nur einmal ein Beispiel aus den Medienmassen zu nennen, wie wir schamlos jeden Tag gelügt werden, möchte ich auf die Spiegelausgabe vom März 2012 verweisen. Jetzt geht es um ein Thema, was mir selbst persönlich am Herzen liegt, und das ist die Gesundheit von uns allen. Denn ich möchte einfach mal, dass ihr, egal was ihr konsumiert, ob es nun Lebensmittel sind, Zigaretten oder Alkohol, einfach bitte wieder euren normalen und hoffentlich noch gesunden Menschenverstand anstrengt. Also, bei dieser Spiegelausgabe handelt es sich um diese mit dem Deckblatt, die Vitaminlüge. Allein schon bei dem Titel sollte sich euer gesunder Menschenverstand einschalten. Und um diesen etwas geschichtlich zu erinnern, möchte ich gerne auf die Seeleute verweisen, die nur wegen Vitamin C-Mangel starben. Und da soll wirklich noch jemand glauben, Vitamine könnten uns schaden. Nun, warum verbreitet ein solch großes Blatt solche Lügen? Ganz einfach, nur mit chronisch Kranken, am besten natürlich Krebs, lässt sich Geld verdienen. Denn was verschreibt die brave, systemhörige Allgemeinmediziner? Eine Chemotherapie, die noch mehr Krebs auslöst. Was für ein großartiges System. Und wenn euch dies noch nicht Beweis genug ist, es wurde nun per Gesetz erlassen, dass ich, selbst wenn ich persönlich nur das Geheimnis für Gesundheit ohne Tabletten kennen würde, ich es euch nicht unterrichten dürfte, da es nicht durch die Obrigkeit, sprich Pharmaindustrie etc. geprüft ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Dankeschön, vielen Dank. Und glauben müsst ihr mir nicht einmal, denn genau das alles habe ich, nun, das weiß ich zwar nicht erst seit gestern, aber ich habe auch sehr viel alleine noch im Internet recherchiert, aber wie gesagt, glauben müsst ihr mir nicht einmal, informiert euch einfach einmal selbst. Zu eben genannten Thema kann ich vitamine-sind-leben.de sehr empfehlen. Nun, genug des Aufregens. Ich möchte auf die Worte des Anfangs zurückkommen. Es wird Zeit, wieder vereint, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit für den Frieden zu kämpfen, denn wir in Einigkeit sind stark. Recht, wie schon Bertolt Brecht sagte, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dass jeder Mensch Freiheit verdient, ist nicht neu.